Hey, was geht ab, meine PlayStation-Freunde? Hier ist euer Swishy und viele haben es ja wieder erwartet, die PlayStation 5 News der Woche. Wo und wann gibt es wieder die PlayStation 5 zu kaufen? Es gibt natürlich wieder wöchentliche Videos zum Start des Jahres 2022 und das tun wir heute wieder im Video, nämlich da gibt es sehr, sehr gute News, wo die PlayStation 5 nächste Woche wieder verfügbar ist. Alles weiter natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zur PlayStation 5 zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Wir verlieren noch gar nicht mehr so viel Zeit. Es sieht so aus, als würde ab diese Woche ein Drop bei Mediamarkt oder Saturn stattfinden oder eben bei beiden. Aktuelle Insiderberichte besagen eben, dass eine große Lieferung von PlayStation 5 Konsolen auf dem Weg zu Saturn und Mediamarkt ist und dann eben dort verkauft werden soll. Ob das Ganze eben über einen Online-Drop stattfindet oder eben auch über wieder eine Bestellaktion, die die meisten von euch schon bereits kennen. Heißt zum Beispiel, die Bestellaktion startet jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, am 1.1. wäre sie jetzt gestartet. Und da geht ihr eben hin, zahlt 100 Euro an, beziehungsweise zahlt teilweise auch die ganze Konsole und könnt sie dann noch im Januar abholen. Die Frage ist hier also nicht, ob Saturn und Mediamarkt Konsolen bekommt, sondern die Frage ist eben, wenn sie Konsolen bekommen, wird es ein Online-Drop oder wird es eben diese Bestellaktion, sagen wir mal. Das ist halt eben noch ein bisschen fragwürdig, aber es ist auf jeden Fall aktuell der Fakt, dass sie Konsolen bekommen werden. Jetzt muss man halt wirklich wachsam sein auf Saturn und Mediamarkt natürlich, ob ein Online-Drop stattfindet und natürlich auch wachsam sein, ob eine Vorbestellaktion stattfindet. Und aus diesem Grund kann ich euch nur empfehlen, mir bei Instagram zu folgen oder auch bei Twitch. Ich bin bei beiden sehr erreichbar. Bei Instagram poste ich immer eben die ganzen News zum Thema PlayStation 5, wenn die Vorbestellaktion startet, weil es halt eben schneller geht als ein YouTube-Video. Oder eben bei Twitch könnt ihr natürlich immer Fragen stellen oder sonstiges. Also bei Instagram Swishy Official und bei Twitch Swishy Time gerne mal unten in der Beschreibung nochmal gucken. Beides verlinkt. Gerne mal da rein folgen und dann zum Beispiel Nachricht schreiben oder wie auch immer. Auf jeden Fall poste ich dort alles zum Thema Bestellaktion bei Mediamarkt und Saturn. Und so sieht es auf jeden Fall für die nächste Woche aus. Das kann ich halt aktuell nur sagen. Saturn und Mediamarkt sehen so aus, als würden sie einen Drop bekommen. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass sie einen Drop bekommen werden. Die Frage ist halt eben nur wann, beziehungsweise in welcher Form. Ganz kurze News nur an der Stelle, Freunde, wir fassen noch einmal noch zusammen. Also ab heute ist es quasi möglich, dass die Bestellaktion beziehungsweise der Online-Drop bei Mediamarkt und Saturn startet. Und dort wird es natürlich auch wieder wahrscheinlich Bundles geben und eben die Disc-Version, die Digitalversion ist immer sehr, sehr schwer zu bekommen. Es sieht halt eben so aus, als würde es wieder Bundles geben, beziehungsweise Disc-Versionen, vielleicht vereinzelt auch per Digital, aber die sind wirklich sehr, sehr, sehr selten gewesen. Meine Tipps habt ihr ja schon bekommen, seid auf jeden Fall einmal wachsam auf der Seite, sobald es eben diese Bestellaktion gibt und ich davon Kenntnis kriege, werde ich das Ganze natürlich sofort wieder posten. Wichtig bei dieser Bestellaktion ist immer, es reicht kein Anruf. Die sagen immer am Telefon bei Saturn und Mediamarkt, es ist eben eine Marktaktion und nicht eben irgendwie eine, Telefonaktion, sondern es ist halt wirklich eben so, dass nur die Leute Informationen kriegen, die auch selbst im Markt vor Ort anwesend sind. Heißt, es bringt also nur was, wenn ihr selber im Markt anfragt. Das Anrufen könnt ihr euch wirklich sparen. Aber genug zu den PlayStation 5 News der Woche. Versuchst du es bei Mediamarkt und Saturn nochmal oder sagst, ich habe es irgendwie jetzt nach Weihnachten aufgegeben. Schreib es mir unten in die Kommentare, ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Ich bin raus, euer Swishy.